Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres The Order 1886 Let's Plays. Wir werden genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Also ziehen wir den Gesellen einfach mal über den Tresen und renken ihm den Rücken ein. Unsere Chiropraktika-Ausbildung hat sich bezahlt gemacht, wie man merkt. Aber es gibt immer unzufriedene Kunden. Jetzt muss ich mich mal kurz zurückziehen hier. So, da haben wir den auch alle. Und der nächste ist da. Ich merke schon, dass sie eine riesige Hilfe ist. Nachdem sie so rumgetönt hätte, dass sie ja sowieso besser ist als man selbst. Das ist so eine Bullet-Time-Spezialtechnik, der man mehrere Gegner auf einmal erledigen kann. Die hatte sich gerade jetzt automatisch aktiviert, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht hat. Ich finde die Pistole immer noch ziemlich ungenau. Muss mich da mal nach einer Alternative umsehen. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Wären die ein paar Minuten früher reingekommen, hätten sie mir den Rücken decken können. Dann hätten sie die Gegner flankieren können. Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ah, da ist unser Freund mit dem französischen Akzent. Woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Auch der hätte die Gegner gut flankieren können, uns helfen können. Aber es gibt ja Wichtigeres. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanische Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Ja, da haben wir was entdeckt. Seltsam. Auflösung folgt sicher später in der Story noch. Gehen wir. Na endlich. Ich würde mal glatt vermuten, dass wir jetzt nicht mit der U-Bahn fahren werden. Sie und Lady Egray nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Nehme ich Sie. Sir.
darf gerade keine Waffe wechseln. Kommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Ja, so ein oranges Licht auf dem Rücken ist im Dunkeln, wo man jederzeit von Gegnern angegriffen werden kann, natürlich hilfreich. Aber das hat Sam Fisher bei Splinter Cell ja auch nicht gestört, mit seinen drei grünen Leuchten. Go ahead. Machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. In solchen dunklen Bereichen passiert eigentlich selten was Gutes. Jetzt nehmen wir nochmal ein paar Anleihen bei Assassin's Creed. Okay, da hatte ich jetzt mit gegenüberliegend. Doch, dass ich eher hier bin. Auf hinter mich. Schon vergessen? Getippt, die aber. Gewinnt immer. Manchmal das Problem bei Shootern, dass ich der Umgebung zu viel Beachtung schenke und dafür blind werde für die Mitte. Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Alle Mann, einer der Flüchtigen ist ein Halbmeter. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt gegen den kämpfen muss. Das ist. Bei seiner Position. Mein Weg ist versperrt. Könnte etwas dauern, bis ich bei ihm bin. Exekution. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein zweiter. Ich wollte mich nicht überraschen lassen. Bestätigt das Ziel bei mir. Das ist ein wirklicher Kritikpunkt von mir an dem Titel. So laufen die ganzen Kämpfe mit den Werwölfen. Ab. Nur dass ich im Regelfall die Quicktime-Events ein bisschen besser abschließe. Ihn jetzt sehen würde. Monsieur! Was ist passiert? Die Massen sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Die Bogenkanone. Also nochmal drauf zurückzukommen, die Kämpfe mit den Werwölfen laufen eigentlich immer so ab, dass man sich in eine Ecke stellt, die auf einen zugerannt kommen, man auf sie schießt, am besten mit stärkeren Waffen als einer Pistole, dann hinläuft, ihnen den Finisher gibt. Danach läuft man wieder in die Ecke und macht eigentlich immer das gleiche. Aber...
Da hatte ich mir mehr von versprochen, wenn man bedenkt, wie groß die Lykaner eigentlich angekündigt wurden als Gegner. Ich glaube, ich muss ihn jetzt verfolgen. Ich kann ihn gar nicht treffen. Auf jeden Fall habe ich das noch nie geschafft. Auf den Weg. Und auch an dieser Stelle habe ich es nicht geschafft, wie man sieht. Aber sie hat ja gesagt, dass sie besser ist als ich. Auf den Weg. Oh. Jetzt werdet ihr live Zeuge davon, wie ich hier versage. Auf den Weg. Ich weiß nicht, wie ich ihn gerade treffen soll. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Auf den Weg. Jetzt. Wahrscheinlich hatte ich vorher eine Millisekunde zu früh losgelassen und es war noch nicht voll aufgeladen. Diesmal habe ich mir auch wirklich die Mühe gemacht zu lesen, was da rechts auf dem Bildschirm eingeblendet wurde. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Aber so ist das. Wir sind hier uncut. Das wird nicht rausgeschnitten. Mein Versagen werdet ihr live erleben. Quasi live als Aufzeichnung. Ja, rüttel nochmal dran und lassen liegen. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das. Wie klingt das gerade so, als wären wir die Bösen? Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach. Wir werden wohl Whitechapel einen Besuch abstatten müssen. Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General. Was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Weil die Polizei auch so viel gute Arbeit gerade geleistet hat. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Sie ist nicht nur eingebildet, sondern auch die Streberin der Gruppe. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem
neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lord Kanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu. Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. Was halten Sie davon? Also ich glaube, so einen Tisch kann man nicht bei Ikea kaufen. Sie haben den Lord Kanzler gehört. Der Rat wird es nicht billig. Und ich möchte auch nicht der Typ sein, der hier die Kerzen anmacht. Seine Befehle zu missachten. So viel steht auf jeden Fall fest. Laufen kann ich gerade mal wieder nicht. Ich muss auch einmal rumrennen, weil die drei sich da in den Weg stellen. Den Sinn dahinter erkenne ich zwar noch nicht so ganz, aber ich muss hier auch nicht alles verstehen. Ich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Misi München. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich glaube, Lord Darwin, Charles Darwin sein soll. Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern? Dass wir alle dem Lord Kanzler zu Diensten sind. Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Damit haben wir die Erlaubnis, bring mir Ergebnisse. Nach Whitechapel zu gehen. Kommandant es wünscht. Bei dem Namen Alistair muss ich immer an Dragon Age
Origins denken. Wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material, Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Ygraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir, Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Es sieht schon stark danach aus, als würde man zwischen die Fronten geraten. Und wo wir gerade schon bei Charles Darwin waren, hier ist mit Tesla auch eine historisch bekannte Person, die damals nie die Anerkennung erhalten hat, die er eigentlich verdient hat. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Aber immerhin hat er es geschafft, einen Auftritt in The Order 1886 zu erhalten. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lucana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Tesla ist der Forscher, der für einen die neuen Waffentechnologien macht. Und ja, jetzt dürfen wir uns in seinem kleinen verrückten Labor umschauen. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Ja, Thomas Edison hat sehr viel Anerkennung bekommen, die Tesla auch zu teilen hätte zustehen sollen. Wird hier sehr schön aufgefangen in dem Spiel. Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Man sieht schon, für das Jahr 1886 wirkt das alles schon ziemlich modern hier. Das ist der Vorteil von solchen alternativen Universen, wo man doch ein bisschen kreativ sein kann und... Ich verstehe kein Wort. Noch mal kurz hier umschauen, habe ich irgendwas verpasst habe. Sir Galahad. Nee, haben alles angeguckt. Bitte, hier entlang. Das hier könnte Sie interessieren.
In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Dann testen wir doch mal. Das Hacking-Tool auf Elektrobasis. Ich muss die beiden Kugeln durchdrücken vom rechten und linken Stick in den Bereich bringen. Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Und schon hat man den überlegenen Wechselstrom. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Dann testen wir das schöne Stück doch mal. Gut ausbalanciert. Guter Schuss. Okay, der Schuss war jetzt. Wir können erstaunlich immer wieder. Nicht ganz die Mitte, aber ich glaube, ich bin schon gut dabei. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokula, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. So. Wir nutzen den Übersprung zu Kapitel 3, um wieder einen Cut zu machen. Das war sogar wie beim letzten Zeit. Mal gilt, über Feedback freue ich mich sehr. Ich möchte mich verbessern.
bisschen, das tut man natürlich über Erfahrung, aber dazu braucht man auch konstruktive Kritik. Und da kommt ihr ins Spiel. Ich freue mich drauf, euch beim dritten Teil von unserem Let's Play zu The Order 1886 wiederzusehen. Besucht uns bei Facebook unter dem Namen Gaming Heroes. Dort seht ihr alles, was wir euch so anbieten an Content und Turnieren, News, Reviews, Videos. Gut, bis zum nächsten Mal.